Hallo und ein sehr herzliches Willkommen. Ich bin Christoph Rose, ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist das Sonntagsvideo für euch. Das heutige Sonntagsvideo startet direkt hinterm Dom am Paradeplatz, der seinen Namen daher hat, dass das hier früher in der Tat mal ein Aufmarschplatz für Militärs war. Auch das bayerische Militär ist hier aufmarschiert und in Kriegszeiten haben sich die Soldaten eben auch am Paradeplatz gesammelt, bevor sie dann sozusagen in die Schlacht gezogen sind. Das bekannteste Gebäude neben dem Dom natürlich ist die Paradepost, die entsprechend des Platzes auch so benannt ist. Da war früher die Deutsche Bundespost drin und das Fräulein vom Amt saß hier drin. Wenn man also früher eine Telefonverbindung zum Beispiel ins Ausland haben wollte, musste man ja anrufen und dann hat eine Dame am Telefon die Leitung gesteckt. Das passierte eben hier drin. Als die Post dann aufgelöst wurde, beziehungsweise eben geteilt wurde, also in Telekommunikation und Post, wurde daraus die Telekom. Deswegen ist da oben auch noch das Logo drin. Von denen war auch lange Jahre immer was hier drin gewesen. Und auf der rechten Seite da ist das Postamt, die Paradepost, die dem ganzen Gebäude ja hier den Namen gibt. Und das ist auch heute noch der Fall und das soll auch in Zukunft so bleiben. Das ist hier früher das Hauptpostamt in Würzburg gewesen. Zu Zeiten, als es vierstellige Postleitzahlen gab, hatte Würzburg ja die 8700 als Postleitzahl. Und wenn man damals einen Brief schickte an 8700 Würzburg 1 oder in der Kurzschreibweise 87 Würzburg 1, dann kam der Brief eben hier an in der Paradepost und wurde dann weiterverteilt. Wenn man diese 1 nicht hinschrieb, dann ging es direkt in die Posthallen am Hauptbahnhof. Aber das nur nebenbei erwähnt. Vor nicht allzu langer Zeit hat ein Investor aus Frankfurt das ganze Areal gekauft. Und ihr seht ja schon, hier sind Bauzäune. Und dieser Investor plant hier einiges. Und zwar Büroräume. Ein Restaurant soll es hier im Erdgeschoss geben. Deswegen sind da schon mal neue Fenster eingezogen, wie ihr sehen könnt. Und das wird wohl auch nicht mehr allzu lange dauern, bis das dann mal fertig ist. Und auf dem Vorplatz hier, da wo jetzt eben die Bauzäune sind, da wird man dann später sitzen können und gemütlich essen können, schön am Paradeplatz. Das Gebäude auf der rechten Seite, die Post an für sich, das Gebäude soll entfernt werden und da soll dann auch ein neues Gebäude hinkommen. Da kommt dann wieder die Post wohl rein und unter anderem soll auch ein Hotel mit bis zu 200 Betten in das Gebäude reinkommen. Wann das alles fertig ist, ist eine andere Frage. Es ist zumindest mal geplant und die Bauarbeiten dafür werden früher oder später losgehen. Und dass das hier früher mal eine richtig große Postleitstelle war, das kann man sehen, wenn man in den Hinterhof des Gebäudes reinguckt. Das werde ich jetzt mal machen und solange ich dahinter gehe, könnt ihr euch mal ein paar alte Fotos anschauen, die zeigen, wie der Paradeplatz sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. So sehen die Arkaden und der Eingang zur Paradepost aus. Und was ich immer schön finde in Würzburg, wenn es Tafeln an Gebäuden gibt, die davon erzählen, wer in so Gebäuden früher mal lebte. Hier waren es drei berühmte Herren, zum Beispiel Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels, der die Scanzoni-Zange erfunden hat, eine Zange für die Geburtshilfe für Kinder. Deswegen war er auch am Lehrstuhl für Geburtshilfe. Und der hat in der äußeren Pleich in Würzburg eine Straße. Direkt neben der Frankenhalle ist die Scanzoni-Straße. Dann Friedrich Kohlrausch, der Physiker, und Oswald Külpe in Würzburg, ja auch ein ganz bekannter Name vom Lehrstuhl für Philosophie und Ästhetik. Und er war der Begründer der Würzburger Schule der Denkpsychologie. In der Ebracher Gasse bin ich jetzt. Hier links kommt man in den Hinterhof der Paradepost. Und da kann man, wenn man hier so reinschaut, gleich so ein bisschen Postluft der 70er und 80er Jahre schnuppern. Hier ist noch so ein altes Pförtnerhäuschen. Und ich weiß echt noch, wie früher hier richtig viel los war. Also die ganzen gelben Post-LKWs und die VW-Busse von der Post, die fuhren hier rein. Die Post wurde ausgeladen
Und da drüben dann über die Rampe ins Gebäude hinein. War früher so gewesen, als es noch ein großes Postamt war, was Bedeutung hatte in Würzburg. Heute ist es nur noch eine kleine Postfiliale. Deswegen stehen da drüben hinterm Fenster auch einige Postkisten, die eben genutzt werden für die Postverteilung. Ja, in Zukunft wird sich da einigermaßen was ändern an dem Gebäude. Übrigens soll auch ein Studentenwohnheim mit reinkommen, das möchte ich nicht unterschlagen. Hier ist auch noch so ein schönes altes Schild. Dieses Wort ist ein Ungetüm. Das hier ist eine Kraftwagenanlage. Um Gottes Willen, das klingt so amtlich, postalisch, der Wahnsinn. Und hier steht gerade die Tür offen. Können wir einfach mal reingucken, was hier so ist. Große Türen mit viel Platz. Ja, und da ist einfach so ein Treppenhaus, das irgendwie ins Gebäude führt. Also, das ist die Paradepost, wie sie heute ist. Ja, bleibt abzuwarten, wie das in Zukunft ist. Ich bin sehr gespannt, wie das alles eines Tages werden wird hier. Also ich muss sagen, ich mag diese Ecke von Würzburg hier. An der Bibra-Straße bin ich jetzt. Da vorne, die Treppe geht's hoch Richtung Kettengasse. Und das ist eigentlich eine echt schöne Ecke von Würzburg und der Würzburger Altstadt. Und Altstadt ist ein gutes Stichwort, denn hier auf der linken Seite steht eines der ältesten Bauwerke der Stadt Würzburg. Wäre der Zweite Weltkrieg und der 16. März 1945 nicht gewesen, wäre das heute vielleicht eins der ältesten Gebäude. Hier ist nämlich noch so eine schöne alte Doppeltor-Bogenanlage. Die ist aus dem 12. Jahrhundert und gehörte zum Reurer Vogteiamt, wenn mich nicht alles täuscht. Und hinter dieser großen Doppeltoranlage, da ist heute ein Spielplatz. Ich weiß, da drüben ist das Schild, deswegen gucke ich gerade nochmal. Jawohl, frühgotische Doppeltoranlage um 1200. Das Reurer Vogteiamt war da tatsächlich drin. Sehr schön, dass man sowas erhalten hat. August des Jahres 1973, da ist das staatliche Konservatorium offiziell zur Hochschule für Musik aufgestuft worden. In der Hofstallstraße wurde es recht schnell zu eng für diese Musikhochschule und dann kam eben vor nicht allzu langer Zeit, 1997, dieses Gebäude hier in der Bibra-Straße dazu. Das ist also die Hochschule für Musik in Würzburg, von dessen Dach man einen wunderbaren Panoramaausblick auf Würzburg hat. Ich will mal gerade gucken, hier von der Seite kann man das sehen. Also irgendwo da oben geht es zumindest aufs Dach hinaus und dann schaut man bis rüber zur Festung. Vor vielen Jahren hatte ich mir mal extra eine Genehmigung besorgt. Man kann ja nicht einfach aufs Dach gehen zum Fotografieren und hatte am 30. November die grün leuchtende Festung fotografiert. Das Bild kann ich euch gerade mal einblenden. Ja, und hier in dieser Musikhochschule kann man einiges Musikalische studieren, wie zum Beispiel Akkordeon dirigieren, Gesang, Gitarre. Historische Instrumente, Jazz kann man hier auch studieren, Kirchenmusik, Klavier, Komposition, Musiktheorie, Orchesterinstrumente, die Orgel und die elementare Musikpädagogik. Also hier geht's wirklich musikalisch zu in dieser Schule. Wer von euch in den 70er, 80er oder 90er Jahren in Würzburg groß geworden ist, der hat als Teenager sehr wahrscheinlich auch einen Tanzkurs gemacht. Und da gab es nicht so viele Möglichkeiten in Würzburg. Und es war immer so eine Philosophiefrage, ob man zum Hartung geht oder zum Beulke. Das hier ist die Tanzschule Beulke, die auch heute noch in dem Gebäude drin ist. Gegründet im Jahr 1972 von Roger Beulke, der selber aus einer Tanzlehrerfamilie in Darmstadt stammte und eben Anfang der 70er Jahre mit seiner Frau zusammen diese Tanzschule eröffnet hat. Ich selber bin nicht Tänzer, ich habe nie so einen Tanzkurs gemacht, weil ich immer geglaubt habe, dass das nichts für mich ist. Aber Freundinnen von mir waren damals hier drin und die hat man natürlich dann nach der Tanzschule hier vor der Tür abgeholt, gar keine Frage. Und ab und an gab es auch mal so Diskothekveranstaltungen für die Teenager hier im Gebäude. Und da war ich natürlich auch dabei gewesen, obwohl ich jetzt keinen Tanzkurs belegt hatte. Da drüben ist noch das Schild, Tanzschule Beulke, moderner Gesellschaftstanz, kann man also immer noch hier erlernen. Und das Gebäude ist ja ein ziemlich historisches, aus dem Jahr 1730 nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut
Und ursprünglich war das hier mal der Hof Neuloptenburg, so nannte sich das. Und direkt neben der Tankschule befindet sich eine Bäckerei, die in Würzburg, ich möchte mal sagen, Kultstatus innehat, nämlich die Bäckerei Hanselmann. Eine schöne kleine inhabergeführte Bäckerei, so wie die früher eben waren, gibt es ja heute nicht mehr allzu viele, aber die sind eben noch da und machen nach wie vor die besten Nusshörnchen in Würzburg. Tradition since 1936, oder sollte ich besser sagen Tradition seit 1936? Na, ich denke, beides gilt. Und direkt hier am Platz ist auch der Kronosbrunnen, ein wunderschöner historischer Brunnen aus dem Jahr 1770, der vor einigen Jahren aufwendig renoviert worden ist, dank der Würzburger Brunnenpaten. Würzburg hat ja wirklich richtig viele Brunnen. Im Würzburg-Wiki gibt es eine Auflistung aller Brunnen und man denkt gar nicht, wie viele das sind, die wir in der Stadt haben. Die können natürlich nicht alle laufen, weil das kostet die Stadt einen Haufen Geld heutzutage. Auch der Unterhalt dieser Brunnen. Und deswegen gibt es eben zum Glück die Brunnenpaten, die sich darum kümmern. Vielen Dank bei dieser Gelegenheit an die Leute, die sich da engagieren. Und wie das hier 1907 aussah, das könnt ihr hier sehen. Nachkriegsmoderne nennt sich dieser Architekturstil, von dem es in Würzburg relativ viel zu sehen gibt, aufgrund der Tatsache, dass Würzburg im Zweiten Weltkrieg ja so stark zerstört wurde. Andere Beispiele für die Nachkriegsmoderne wären zum Beispiel die Steinbachtalschule, die Goetheschule oder auch die ehemalige Pleicherschule, die es ja nicht mehr gibt. Und auch der Würzburger Hauptbahnhof, der 1954 eröffnet wurde, ist ein Beispiel für die Nachkriegsmoderne. Wie dieser Architekturstil entstanden ist und warum er so aussieht, wie er aussieht, ist recht leicht erklärt. Die Architektur wollte nach dem Krieg weg von den angsteinflößenden Protzbauten der Nazi-Architekten, wie zum Beispiel Albert Speer. Man denke da mal an das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder die Reichskanzlei in Berlin, in der Adolf Hitler residierte. Furchtbare Gebäude aus heutiger Sicht, unglaublich protzig und überflüssig gebaut, geschmacklos, ohne Raffinessen. Und dann kam eben die Nachkriegszeit. Und man hat alles ein bisschen filigraner wieder gestaltet. Ganz bewusst ist diese Architektur eben so gehalten. Das Gebäude hier ist die Mozartschule, das ehemalige Motz. Bis ins Jahr 2001 war hier das Mozart-Gymnasium drin gewesen. Nachdem die Schule rausgegangen ist, ist es verschiedentlich genutzt worden. Wir haben zum Beispiel Musikvereine, Proberäume drin gehabt. Und das Gebäude war eigentlich immer in Nutzung gewesen in den letzten Jahren. Und 2015 gab es dann einen Bürgerentscheid. Die Würzburger wurden gefragt, was wollt ihr? Wollt ihr, dass hier ein großer Einkaufskomplex mit Parkplätzen und Eigentumswohnungen entsteht gegenüber der Residenz? Oder soll die Mozartschule erhalten werden? Und die Würzburger haben sich eben dafür entschieden, dass die Mozartschule bzw. das Gebäude an für sich erhalten bleibt. Und deswegen wird jetzt eben saniert, wie man sehen kann. Also die hohlen Fenster, die so nach Abriss da drüben aussehen, die verkünden, dass hier eben Neues passiert. Und in Zukunft wird hier wieder ein bisschen Schule drin sein, denn zum Beispiel soll die Musikhochschule, von der ich euch vorhin erzählt habe, auch hier drin ein Plätzchen kriegen. Aber nicht nur das, anderes wird hier auch mit reinkommen. Und damit ist eben gesichert, dass das Gebäude der Mozartschule aus dem Jahr 1957 in Würzburg erhalten bleibt. Mittlerweile im Sonnenuntergang bin ich am Residenzplatz angekommen, um hier das Sonntagsvideo zu beenden. Wenn ihr mehr aus der Würzburger Altstadt sehen wollt, dann empfehle ich euch mein Video, das ich glaube, im vergangenen Jahr gemacht hatte. Da war ich unterwegs zwischen dem Mainfrankentheater, das ist ja gleich hier vorne, und dem Berliner Ring. Bei YouTube kann ich euch den Link direkt einblenden. Bei Facebook und YouTube schreibe ich es euch außerdem in die Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein, klickt drauf und schaut euch auch dieses Video an. Das Video wollte ich hier beenden. Tja, vor dem Franconia-Brunnen, um mich da auf die Stufe zu setzen, um mir die Abendsonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Aber er ist immer noch nicht fertig. Also ich habe es euch in den letzten Wochen und Monaten ja an dieser Stelle immer wieder mal gezeigt und darauf verwiesen, dass hier gearbeitet wurde.
Die Franconia ist längst wieder frei und man kann auch am Stein sehen, dass sich die Arbeiten gelohnt haben. Ist ja alles sandgestrahlt worden und sieht jetzt wieder richtig ordentlich aus. Aber die Jungs, die darunter sitzen, sind immer noch im Plastik eingehüllt. Die Jungs sind natürlich Walter von der Vogelweide und Tillmann Riemenschneider unter anderem. Ich kann euch versprechen, sobald das hier mal endgültig fertiggestellt ist, komme ich mit der Kamera vorbei und dann zeige ich euch, wie das Ganze jetzt wieder richtig schön aussieht, nachdem die Arbeiten abgeschlossen sind. Das Video endet an dieser Stelle und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr natürlich auch bei diesem Video heute viele Kommentare schreibt. Ihr könnt ja mal zum Beispiel schreiben, ob ihr früher im Beulke oder im Hartung war. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tanzschulengeschichten aus eurer Teenagerzeit auf Lager oder vielleicht wart ihr auch in der Mozartschule. Und könnt euch daran erinnern, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten lasst ein Abo da, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. Und bei YouTube bitte die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ansonsten freue ich mich auch über euren Besuch bei Instagram. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und damit sage ich Tschüss und Ade bis zum nächsten Mal. Und das wie immer hier bei Würzburg Fotos.